So, weiter geht's mit der Qualifikation zum Großmeister von Mexiko. Auf geht's. Rennen Nummer 18 oder Quali Nummer 18. Fehler haben wir nicht mehr zu fahren. Jetzt geht's so langsam in die scheine Phase, wo es hingeht. Wo es hingehen soll. Wobei die Option halte ich mir noch offen. Fakt, es wird kein McLaren werden, es wird kein Williams werden. Jetzt mal gucken, was es nach der Saison gibt. Ob wir schon mal ein Team haben, was noch nicht. Außer ein paar Teams auf der Liste fehlen, aber schauen wir mal erstmal auf dieses Quali rein. Auf diese Qualifying hier. Einer der geschichtsträchtigsten Strecken, die es überhaupt gibt, und wir freuen uns heute auf ein spannendes Qualifying in Mexiko. Mexiko. Wenn wir uns das Feld heute so ansehen, Stefan, meinst du, irgendjemand wird es vielleicht mit der härteren Reifenmischung versuchen und die weichen Reifen mit mehr Grip für das morgige Rennen aufsparen? Das würde mich ehrlich gesagt überraschen. Nur die Teams an der Spitze hätten theoretisch das Tempo, um trotzdem vorne wegzufahren. Aber am Ende des Tages ist es trotzdem ein großes Risiko. Der Startplatz ist das absolut Wichtigste und es zahlt sich meistens nicht aus, ihn für eine geringfügig bessere Strategie im Rennen zu opfern. Ich denke also, dass niemand es versuchen wird. Ich habe mich allerdings schon das ein oder andere Mal geirrt. Von Zeit zu Zeit sieht man solche riskanten Entscheidungen sehr wohl und manchmal zahlt sich das Spekulieren auch aus. Wenn ich allerdings selbst im Auto säße, würde ich mir ohne Zweifel den besten Reifen für die Qualifying-Runde aufziehen, den ich hätte. So. So, dann schauen wir mal. Gehen wir auf die Strecke, gucken mal, was drin ist. Wir müssen ja wieder so langsam anfangen zu gewinnen, damit wir wirklich die Chance haben auf die Konstrukteurs-WM. Weil das extrem schwierig wird gegen Mercedes werden. So. Lang ist die Strecke ja nicht. Haben wir gesehen, so als 18er Zeiten, vielleicht sogar jetzt als 17er Zeiten ein bisschen drin sein. Nächste Woche geht's auf meine, ja, eine nicht so beliebte Strecke für mich, nämlich nach in die USA, nach Austin, und dann geht's mit Brasilien und Abu Dhabi dann in die, ins Finale. Aber jetzt erstmal hier weiter mit Mexiko, mit der Qualifikation am Samstag. Jetzt 18:3, sauber, Sainz. So, die Kollegen muss ja mich auch langsam mal weiter anfangen zu punkten, damit wir wirklich die Chance haben. Sechzehn sieben, ja, ist klar, Hamilton, da der Auto auch nochmal drin. Hat auch Sache, ja, das sind jetzt die Zeiten. Hat der Hamilton die Zeit ausgepackt, dass er fast eine Sekunde schneller ist als ich. Da muss er richtig Windschatten gehabt haben, das kannst du mir gerade nicht erklären. Ja, die Zeit hat er mir schön gekostet, ha. Ich hätte mit dem zweiten Sektor das Zeit gehabt.
gut. Der erste Schuss ist schon mal weg. Sehen wir uns gleich wieder zum Teil 2. Best lap so far is a 1:17.3. We're 17th in the speed trap, 331.2 kilometers per hour. So. Dritter. Dritter, eine halbe Sekunde hinter der Bewertung. Die hätte ich gehabt, wahrscheinlich die Zeit. Wird sogar fünfter. Eieiei. Die Zeit hätte ich wahrscheinlich gehabt, wenn es gepasst hätte. Autodrom. Es wird schwierig werden. Es wird schwierig werden mit der Pole. Das muss ich sagen. Vor allem die beiden Mercedes da vorne, das tut weh. Vor allem ist er der größte Konkurrent. Sonst unser Teamkollege ist mit den Top 10 überhaupt nichts zu tun momentan. Der liegt irgendwie auf 12. Naja. Mal gucken, was die Strafverbände noch sagen. Wir müssen auf jeden Fall liefern jetzt irgendwie. So, probieren wir es nochmal. Sechser sogar. Ja. Halbe Sekunde. Wir müssen wahrscheinlich drei Versuche setzen. Klar, mit der Geschwindigkeit der Top Teams können wir nicht mitgehen. Nicht auf diesen langen Geraden hier. Ich weiß, da bin ich ein bisschen weit rausgekommen, aber ich ziehe die Runde jetzt auch durch. Scheiße, da habe ich ein bisschen was verloren. So, perfekt. Dann haben wir es auf jeden Fall nochmal geholt und eine schnellste Runde. Die Frage, reicht das für die Pole? Wahrscheinlich eher nicht.
321.1 km/h. So, kommt sofort wieder. So. Was haben wir denn in den zweiten? Oh, wir sind vorne. Er hat seinen zweiten Versuch gesetzt, jawohl. Damit ist das Ding durch. Na, ich baue mir den Satz. Da kommt's oder kommt's nicht. Jetzt noch nicht auf der Outlap. Aber hat das Gute, hat ein Auto vor sich. Ja. Zwei Autos vor sich, sehr gut. Ferrari danach noch. Der steht nämlich groß im Weg, das geht. Mal gucken, was mit dem Toro Rosso da vorne ist, ob der dem auch noch im Weg steht. Erster Sektor, knapp vor uns. Nee, 28.8. Mal hier. 85, da können wir vorne liegen. Das hat war irgendwie klar. So far, our fastest
lap is a 1 minute 16.7. So. Da ist die Frage, zweiter oder dritter? Wir sind alle bereit für das morgige Sechster sogar. Rennen, aber bevor es losgeht, werfen wir einen kurzen Blick auf die vorderen Plätze der Startaufstellung. Hamilton, Bottas und Max Verstappen. Damit ist das Qualifying beendet, aber seien Sie unbesorgt, wir sind schon morgen zurück mit dem eigentlichen großen Preis. Hätte er mir noch einen dritten Versuch gesetzt, unbemerkt. Naja. So. Gut gemacht, eine solide Leistung. Im Rennen bitte gern mehr davon. Na, das schauen wir uns mal an.